Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit der LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Peppa Mario, der gefilmierte Tor. In der letzten Episode haben wir mit allen Aufträgen abgeschlossen. Gott, war das komisch. Und nun wird es Zeit, zum Äonentor zu gehen. Ich würde aber gerne vorher irgendwie noch ein paar pennen gehen oder so. Schwierig, schwierig. Ja, wegen der BP vor allem. Ach, wird schon schief gehen. Also gut, Alterchen. Was hast du für uns? Du kommst spät, Mario. Die Kerle scheinen auf jeden Fall nicht mehr hier zu sein. Irgendwie müssen sie es geschafft haben, durch die Tür zu kommen. Aber die ist doch zu. Guck mal, wie feste zu die ist. Zu. Irgendwie. Das ist Professor Goomba, der unterrichtet. Bla bla bla. Bla bla. Bla bla. Ich weiß. Tut mir leid, Typi. Gut, wollen wir mal das letzte Ding hier drauf dingseln. Also los, Mario. Halte die 7 Sternjuwelen hoch. Wie groß sind die überhaupt? Ich meine, alle. Gut, die schweben ja von alleine hoch. Schau, das Tor. Endlich wird der Enuum-Palast geöffnet. Schnell, bevor der Prinzessin etwas zustößt. Und bevor diese Kerle die Welt erobern. Ihr müsst Prinzessin Peach retten. Also los, Mario. Gehen wir. Wie sind die da reingekommen? Na, da kann ich euch nicht weiter begleiten. Ich, werde hier warten. Jetzt liegt es an dir, Mario. Vereitle ihre Pläne und befreie die Prinzessin. Ja, klar. Wie ist mir denn nicht ganz geheuer? Na gut. Aber Leute, das letzte Kapitel beginnt. Zwar Kapitel 8. Die Legende vom Schatz. Ich habe gerade voll die coole Handbewegung gemacht. Schade, dass das niemand gesehen hat. So. Da sind wir im Äonenpalast. Mann, ist das unheimlich hier. Aber wir sollten uns nicht abschrecken lassen. Wir müssen Prinzessin Peach finden, bevor diese Typen irgendwas anstellen können. Gehen wir, Mario. So, Äonenpalast. Bevor ich es vergesse. So, jetzt erstmal sortieren nach Typ. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ich hier mache. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich suche einen bestimmten Orden. Da, Eispower. Weil es hier wieder brennende Gegner gibt. So. Der Äonenpalast. Guckt euch mal an, wie schön der designt ist. Dieses wunderschöne Burgunder. Mann, ich liebe Rot. Und guckt euch mal an, wie schön dieser Ort einfach ist. Oh, eine Stoppuhr. Cool. So, und neue Gegner. Typi, 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 hallo. Boings. Erster Angriff erfolgreich. So, erstmal 8 Schaden reinboxen. Keine Ahnung, ob das reicht. Nö, gut. Gumbrina.
Sag uns mal, was du über diesen Swoopola weißt. Tink. Das ist ein Swoopola. Swoopola sind Blutsauger, die aus der Luft angreifen. Max KP 9, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Swoopola saugen nicht nur deine KP, sondern erholen sich dadurch selbst. Widerliche Kreaturen, lass nicht zu, dass sie mich aussaugen. Und ich stehe wieder vorne, was denn so... Oh oh. Do you see what I see? Ja, damit meine ich wieder der Giftpilze. Das finde ich nicht toll. Oh Gott. Okay. Das könnten wir jetzt nämlich nicht gebrauchen. Aua. Ja, die sind ziemlich nervig, die Gegner. Aber gut. Moinks, Moinks. Die machen wir platt. Kein Problem, Leute. Dafür sind wir bekannt. So. Aber die geben jetzt wieder schön... Oh, schön viele Sternpunkte. Das freut mich. So. Na, Typi? Erster Angriff erfolgreich, das freut mich doch sehr, Mann. Aber die sind relativ hart, wenn die mit einen normalen Sprung, der verstärkt ist, nicht schaffen. Ein normaler Sprung, der verstärkt ist, ja. Ja. Er ist schon. Quasi plus 2 Damage, die sind trotzdem am Leben. Die einfach ständig auf Kumbrina draufgehen. Das gibt's doch nicht. Tut mir leid, Süße. Ist nicht meine Absicht. So, und eine weitere Kopfnuss. Für diesen Typen. Jetzt dürfen wir kein Bingo spielen, weil der Kampf vorbei ist. Das finde ich doof. Aber wir haben sowieso gleich ein Level-Up, also wäre die Heilung unnötig gewesen. Das Geld, ich will das Geld haben. Wie auch immer da, ja, ich war so flink und hab... Oh nein. Einen Erstangriff verursacht. Nein, da habe ich jetzt aber echt keinen Bock zu. Wir haben gleich ein Level-Up, oder? Ich werde euch Sternenhagel vorführen. Ja, kostet 6 SE und wir müssen einfach nur... Ah, schnell hintereinander drücken. Okay, also. Der Zitterfinger kommt gleich zum Einsatz. Puh, habe ich als Kind früher... nicht so oft auf exzellent geschafft. Aber mit meiner tollen Spezialtechnik, die auch bei Bayonetta zum Einsatz kommt, klappt das super. Und nochmal. Komm. Oh, puh. Aua. Damit gewinne ich bei 15 Damage, ne? 15 Damage auf exzellent. Das ist richtig cool. Und mit der Zitterfinger-Technik gewinne ich auch ständig bei irgendwelchen... Mario Party Games, das ist richtig geil. Puh. Es ist aber halt, es tut nach einer Weile richtig weh, also darf man das nicht übertreiben. Ne? Ich, keine Ahnung, wie ich euch das erklären soll. Es ist einfach, man verkrampft den Arm so, dass der Finger richtig fest zittert. Habe ich mal aus Versehen quasi, oh nein, jetzt kommt der Kram. Und Sternwind. Ciao, Stoppuhr. Ciao, Stoppuhr. So. Die ist doch auch neu, oder? Nicht treffen lassen. Ja, habe ich mal irgendwie durch Zufall quasi freigeschaltet. Und seither kann ich diese Technik einsetzen. Das ist richtig cool. Macht Spaß. So, scannen wir die Knochentrockens. Oh, ich habe voll das Knochentrocken-T-Shirt an. Wie geil. Dry Bones, oh yeah. Das ist ein Knochentrocken. Knochentrocken sind skelettierte Überreste von Koopas. Max KP 8, Angriffskraft 5, Verteidigung 2. Gerade wenn du denkst, die hättest sie besiegt, stehen sie auf und greifen wieder an. Du musst sie alle auf einmal schlagen. Oder setze Feuerattacken ein. Sind sie zu Asche zerfallen, ist der Spuck vorbei. Eigentlich voll fies, wenn man das bedenkt, aber nur. 2 Verteidigung. Dann kriege ich einen mit einem Hammer down oder könnte dann wieder aufstehen. Na gut. Dann haben wir eh gleich ein Level up. So. Keine Ahnung, ob wir wieder... Das heißt, sehr viel Damage machen, ja. Ob wir auch XP kriegen, wenn der mal wieder aufsteht. Von wegen, So, gut.
Ja, hallo, hallo. Ich bin wieder da. Ich bin wieder der Gegner da. 8 Sternpunkte, aber ich denke nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Knochentrocken ist richtig, richtig fies. Und wir erhöhen unsere... unsere OP wieder oder unsere BP? Oder doch wieder KP? Doch BP erhöhen oder... Ah, ich könnte sonst OP zu BP oder KP verwandeln, ne? Jetzt sind wir 33 davon. Puh. Gut, dann gucke ich mal, ob wir irgendwelche coolen Orden haben. Jetzt haben wir wieder 4 Punkte. So. Und die Gegner, die ich meinte, kommen wohl noch nicht jetzt. KP plus Partner. Kraft plus Partner wäre auch noch was. Autsch, tu mir nichts, hat sie ein Sparblut P. Das wäre noch cool. Das ist doch Protektor. Oh, der Protektor wäre auch super vor Vergiftung und Schwindel. Superstar. Nee. Nee, nee. Pff, ja, wir haben nichts wirklich Cooles mehr. Außer die paar Attackenorden da oben, aber nee. Doppelgriff wäre vielleicht noch praktisch. 4 BP kostet das. Oder? Oder machen wir vorerst einfach ein... Ja, bringt nicht so viel, aber gut. Vorerst. Zack. So, jetzt geht es weiter im Millionenpalast. Und ein Super und ein Knochentrocken. So. Gut, dann würde ich mal sagen, erledigen wir jetzt erstmal die Swoopulas. Zack. Kubrina. Du bist dran. Zack. Und zack. Und den Knochentrocken in der nächsten Runde. Aua. Das hat wehgetan, du Hund. So, der hat noch 2 Verteidigungen, oder? Wenn ich jetzt einen Kopfnuss mache. Toll. Gut gemacht, Kubrina. Sollte trotzdem ausreichen, oder? Jo, sehr gut. Boings. Joa, geht. Ist ganz okay. So, und unten hört ihr schon. Ja, es warten wieder Willi-Kanonen auf uns. Aber richtig fiese. Ihr werdet sehen. Ah, den Ionpalast finde ich eigentlich wegen der Gegnerfallen ziemlich nervig. So. Zack. Und Stampfattacke auf den Heini da oben. Obwohl ich hier wahrscheinlich auch mit Multikopf muss, das Zeug. Den Typi platt machen kann. Naja, Fragen über Fragen. Düdüb, schade. So. Aua. Ja, ich weiß, Leute. So, Umbrina machte mal den ersten da platt. Wow. Bin ich gut oder bin ich gut? Kriege ich den mit einer Stampfattacke da? Nö. Und der zweite bleibt noch auf dem Boden. Sehr gut. Keine Ahnung, wie lange die brauchen, um sich zu regenerieren. Will ich ehrlich gesagt auch nicht wissen. Aber die, oh, die viele Punkte hier, ist das schön. Ha. Gut. So, oh, her damit. Wisst ihr, jetzt werden wir aber trotzdem mal Barbara auspacken. Mit ihren Feuerattacken. Und dann werden die Typen nicht schön zu... Oh, crap. Asche. Eine Frage, Barbara. Wie viel macht denn dein teurer, aber effektiver Feuerzauber? AX Frick. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nicht wundern. Multischwurm macht sicher voll wenig Damage, oder? Power dauert sowieso nicht. Mit Erdbeben kann ich einen wegmachen, ne? Oh, das wird wehtun, das wird wehtun. Weil ich mich verdrückt habe, das gibt's noch nicht. 1, 2, 3. Trotzdem 3. Okay. Aua.
Aua. Aua. Psch. Nee. Gut. Halt nochmal Erdbeben. So, von mir aus. Hm. Ja, so sollte man nicht kämpfen. Aber oh, schön. Naja, bevor wir uns versehen, werden wir gleich wieder ein Level-Up haben, oder? Natürlich. Rachepulver. Hm. So, jetzt werde ich gefragt, warum wirfst du den Sternwind weg? Was machst du da? Wir geben Mario einen Pilz. Hm, lecker. Dann holen wir uns den Sternwind. So. Ich hoffe aber, ich bin adäquat vorbereitet. Okay, das kommt jetzt schon. Hm. Wir machen das so. Zuerst mal werden wir mit Gumbrina. Die Heinis kennen. So. Ihr seht, die haben auch viel Gesundheit. Hust. So, die Raketenwillis. Ach ja. Was sagst du denn dazu? Das ist ein Raketenwilli. Raketenwillis werden von Willi-Kanonen abgefeuert. Max KP 3, Angriffskraft 6, Verteidigung 2. Hohe Angriffskraft, aber wenig KP. Erledige sie, bevor sie dich treffen können. Denk aber auch an die Willi-Kanone. Sonst jagt ein Raketenwilli den nächsten. Das stimmt. Moinks und Tschüssi. Und dafür kriegen wir natürlich auch keine Sternpunkte. Ist aber okay. Kann man mit leben. Gut. Hier wäre es wieder am besten einfach... Oh, frick. Ich bin doch gesprungen. Verdammt. Mit Baba durchzugehen, aber... Ihr wisst schon. Man muss man wechseln, dann kann Gabriel den Typen nicht scannen, dann ist es doof. So. Oh, danke. Aber jetzt, aber. Danke. Ja, also wenn man mit ersten Angriffen da durchrusht, ist das nicht so schwierig. Nun, jetzt stell dich vor, wir hätten keine extra Angriffskraft. Dann wäre das Ganze böse. Orden sind eure besten Freunde, Leute. Und ich weiß, dass der Akku fast leer ist. Meine Güte, eine Aufnahme schaffst du jetzt aber noch. Herzchen. So. Und immer früh genug springen. Joa. Hoffentlich finde ich hier irgendwo einen Speicherpunkt oder so. Meine Stimmbänder sagen nämlich langsam, du, finde ich nicht so toll. Oh, oh. Okay, puh. Das ist ja nicht so lustig. So, zack. Meine Güte, wo sind die Dinger? Naja, wenigstens kriegen wir für jeden Kampf ein Sternpunkt. In Paper Mario würde man dafür gar nichts bekommen als im ersten Teil. Das kann man basically überhaupt nicht vor Power leveln. Ich kriege wenigstens, ja, toll, das ist gut gemacht. Schön, juhu, hier, nimm das. Bitte sag mir, dass ich die Kanone angegriffen habe. Bitte, bitte, bitte. Yeah. Und die haben actually gar nichts gemacht. So, Scanner und eine Sternattacke reinknüppeln. Ptink. Das ist eine Willi-Kanone. Willi-Kanonen schießen Massen von Raketen-Willis ab. Max KP 10, Verteidigung 4. Das scheint ja ziemlich harte Burschen zu sein. Aber wenn du sie nicht erledigst, schießen sie immer weiter Raketen-Willis ab. Also solltest du sie dir lieber früher als zu spät verknüpfen. Genau. Und wir wissen, was die beste Attacke für sowas ist. Natürlich der Powering. Vier Kreise und dann haben wir es geschafft. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und noch einen letzten für exzellent. Adios, amigos. So, den nächsten Raum betreten wir noch. Dann heißt es aber... Oh, hallo. Das war's für heute, Leute. Bitte Speicherpunkt, Speicherpunkt. Ach, das ist der Raum. Okay.
Also gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn wir weiter in den Aeon-Palast vordringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.